Marienkirche. Die dreischiffige Hallenkirche wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Damit ist sie nach der Nikolaikirche die zweitälteste noch bestehende Kirche Berlins. Ihr heutiges Aussehen verdankt sie dem Umbau durch Karl Gotthard Langhans, dem Architekten des Brandenburger Tors. Berühmt ist die Marienkirche vor allem wegen des ca. 23 Meter langen Totentanzfreskos. Das Bildwerk dürfte um 1484 anlässlich einer Pestepidemie entstanden sein. Der Fries besteht aus 14 Bildgruppen und zieht sich von der Westpforte über die West- und Nordwand ins Kirchenschiff hinein. Gezeigt wird, wie der Tod ohne Rücksicht auf Stand und Würde alle Sterblichen in sein Reich holt. Im Mittelpunkt steht die Darstellung der Kreuzigung. Unterhalb des Frieses lassen sich in blattdeutscher Sprache die Klagen der Menschen lesen. Das Fresko war während der Reformation übertüncht worden und wurde erst in den 1860er Jahren wiederentdeckt. Der barocke Hochaltar ist ein Werk des Bildschnitzers Andreas Krüger aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Altarblätter stammen von Bernhard Rose. Im Altarauszug stützt sich der liegende Christus Salvator auf das Kreuz. Besonders schön ist die von Andreas Schlüter geschaffene frühbarocke Kanzel aus Alabaster. Der Kanzelkorb scheint zwischen den beiden Engeln regelrecht zu schweben. Auf dem Schalldeckel tummeln sich vor einem Strahlenkranz zahlreiche Putti- und Posaunenengel. Im Zentrum des Chorraums steht das bronzene Taufbecken von 1437. Vier drachenähnliche Fabelwesen stützen den mit 16 heiligen Figuren verzierten Taufkessel.